Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Samstag. Bernd ist arbeiten und ich bin wie immer zu Hause. Ich habe das Gefühl, ich war seit Monaten nicht mehr raus zur Geburt. Immer nur zu Hause. Ich wollte jetzt gerade das Brot backen, ein neues. Jetzt essen wir wieder mehr Brot, dadurch, dass der Bernd jetzt wieder den Laden auf hat und arbeiten geht. Haben wir halt wieder so ein bisschen den Rhythmus drin mit viel Brot essen. Und ich suche das Rezept raus. Das habe ich euch in dem Vlog von gestern verlinkt, von Chefkoch, das Toastbrot. Das muss ich jetzt nochmal backen. Und diesmal mache ich die doppelte Menge direkt. Das ist sogar noch aufgeschlagen bei mir, bei Chefkoch, weil ich das ja zuletzt gemacht habe. So, doppelte Portion. Und dann legen wir mal los. Ja, hast du gerade schön geschlafen? Und heute ist ein bisschen kühler hier irgendwie, ne? Meint die Mama zumindest. Deswegen hat die Maus heute sogar Socken an. Hast du heute Socken an? Ja? Hallo. Hallo. Oh, du möchtest im Blog auch was erzählen, ne? Ja? Ja. Okay, jetzt machen wir weiter mit Brotbacken. Hier sind schon ein paar Zutaten und jetzt kommt noch der Rest. Das wird nachher ein wunderbarer, leckerer, fluffiger Toast. Und wir sollen gleich mal schön mit dem Smurfy spazieren gehen. Ja, wollen wir das machen? Du bist jetzt gut drauf, ne? Heute Morgen warst du nicht so gut drauf. Nein, da warst du müde und hast Hunger gehabt. Ja, jetzt ist besser, ne? Deswegen sieht die Mama auch so aus, wie sie aussieht, weil Mama hat sich einfach mit aufs Sofa gelegt und gestillt und entspannt, weil im Tragetuch, das hat nicht so wirklich funktioniert heute Morgen, ne? Nein. Und jetzt ist es schon wesentlich besser. Aber jetzt ist auch schon 11.20 Uhr und schaut mal, wer sich ankündigt. Kündigst du dich an? Ja, gehen wir gleich schön spazieren im Feld. Ja, hast du Lust? Oder bleibst du hier? Soll ich alleine gehen mit dem Morla? Oh, Morla, da sagen auch immer wieder, schreibt ihr mir in die Kommentare, wie fürchterlich der Name ist. Mal gucken, vielleicht ändert sich das nochmal irgendwann, aber ich glaube, wir sind so ziemlich bei Morla stecken geblieben für die Maus, für Livia. Also sie heißt ja Livia. Ich weiß, das ist ein wunderschöner Name, das schreibt ihr auch immer, deswegen haben wir den ja ausgesucht. Ich weiß auch nicht, aber Morla ist einfach so drin, ne? 2 Minuten nicht, ein bisschen zu viel. Mach ruhig raus. Nein, ist doch deins. Ich habe einfach irgendwas also gedreht an der Mikrowelle. Mach ruhig raus. Nee, ich mach mal. Hui! Hui! Du? Er macht hier Yoga. Er macht ganz Yoga. So. Ich habe den Kamin mal angemacht, weil irgendwie ist mir heute hier kalt. Und dir auch? Nein, ne? Er sagt, hier deine ist Nase nicht sieht ähnlich wie eine Olive aus. Ja, ich erst und du dann gleich in der Milch. Okay, gibt es heute Bolognese-Milch? Diese Scheiße, ekelhaft. Wahr. Nein, möchtest du lieber Kakao? Ja? Kakao. Oder ja. Bananenmilch? Kakao. Kakao. Kakao? Kaffee-Kakao. Kaffee-Kakao, damit du richtig Energie hast, ne? Ja. Gibt es heute damit Abend Kaffee. Damit du auch wieder verprügeln kannst. Eiskaffee. Eiskaffee-Kakao. Ja, machen wir. Damit sie uns heute Nacht wieder... Damit sie heute Nacht wieder das Bett vollkacken kann. Was? Darf die Mama, oder lachst du? Darf die Mama dann heute Nacht das Bett beziehen? Ja, das würde dich freuen. Das freut dich? Warum? Versteht ihr uns oder warum lacht ihr? Ich weiß auch nicht. Nein, die versteht uns nicht. Aber so unseren, wie wir reden, glaube ich, so die Tonart, das versteht sie, glaube ich. Ja, das verstehst du, ne?
Du bist ganz schön am Sabbern, meine Maus. Sie sagt und? Ja, ich finde es ja auch nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. Sie sagt noch. Jetzt klaue ich mir einen Kuss. Jetzt klaue ich mir einen Kuss. Nein. Oh, sie sagt nein. Oh, sie die mag das noch. Du bist noch ein Baby, du magst das noch, ne? Sehe ich nicht geil aus? Das war ein Spaziergang, sage ich euch. Ich war mit einer Bekannten spazieren, mit den Hunden und mit den Kindern wieder. Ich mach mal eben hier Licht an. Und es hat mega angefangen zu regnen. Mega. Es war ein riesen Sturm. Hagel, Regen, alles Mögliche. Smurfy ist ganz nass. Der ist da unter der Treppe auf seiner Decke. Ich habe den schon ein bisschen trocken gerubbelt, aber der ist immer noch nass. Das ja, hat halt mega gehagelt. Es war total windig. Und dann war da so eine Baustelle und man musste durch so eine Matsche durch. Ich sag euch, da habe ich mich richtig hingelegt. Bin ich voll hingefallen. Nichts passiert, ne? Das habt ihr das gehört? Der Smurfy hat sich geschüttelt und so. Ja, jetzt willst du spielen? Jetzt willst du spielen? Etty, wo waren wir? Du bist einer. Hm? Ja, fein bist du. Ja, jetzt kann ich alle meine Sachen waschen erstmal hier. Das ist alles voll Matsche. Ich bin richtig nass. Taschen leer machen. Ja, ich mach das mal eben alles. Ach so, und die Morla, die hat nur einmal so... Smurfy, hör mal auf. Warte, geh mal ab auf deinen Platz. Ab auf deinen Platz. So ist fein. Warte. Die hat das nur einmal so mitbekommen, die Erschütterung. Ich bin relativ sanft gefallen, ne? Aber es geht ihr gut. Wie ihr sehen könnt, die schläft noch. Ich mache immer noch eine Decke darüber, wenn es so windig oder so kalt ist. Ja. Ja, wieder zu hoch gebunden heute. Irgendwie habe ich sie im Tragetuch. Ich übe das noch. Ich wollte jetzt eben kochen und heute gibt es bei uns dieses Gericht, Bohneneintopf von Chef Koch. Und ich zeige euch das für die, die interessiert sind, was es bei uns gibt und wie man das kocht. Ja, könnt ihr schauen bei Chef Koch, feuriger vegetarischer Bohneneintopf. Ich gehe doch mal aus dem Weg. So, ich suche jetzt eben weiße Bohnen und Kidneybohnen. Kidneybohnen brauche ich eine Dose. Und die weißen Bohnen brauche ich auch eigentlich eine Dose. Die habe ich aber nicht in der Dose, sondern getrocknet. Aber ich weiß nicht, wo ich die hingetan habe. Ich hatte noch eine Tüte trockene weiße Bohnen. Ja, muss ich jetzt mal alles absuchen. Hier oben nicht, vielleicht hier unten. Ananassaft. Smurfy, geh doch mal zur Seite, bitte. Maiskolben, Schnäuzchen weg, ne, Blockschokolade, oh lecker, da könnte ich mal Bananen wieder machen mit Schokolade überzogen. Hier nicht, gibt's doch nicht, die habe ich letztens erst gehabt, die weißen Bohnen. Was ist denn los, Murphy, warum gehst du mir jetzt auf eine Zwiebel? Ha? Eine Stunde waren wir spazieren. Du müsstest müde sein. Hier auch nicht, ne? Hier sind nur Leinsamen und so. Ach, hier ist die ganze Hefe. Die habe ich schon gesucht. Da ist sie unten drunter. Ja, Bohnen nicht gefunden, aber Hefe. Ich bin so verbimmelt. Ich weiß nicht, ob es Stilldemenz ist. Ich habe euch gezeigt, ich wollte den Toast machen, ne? Und ich mache immer erst so 10 Minuten nur den Teig kneten. Damit das halt so richtig schön geknetet ist. Und dann starte ich das Programm zum Brotbacken. Ja, was habe ich natürlich vergessen nach den 10 Minuten Teig kneten? Das Brot zu backen. Das heißt, es fängt jetzt von vorne an. 3,5 Stunden, dann ist es erst am späten Nachmittag fertig. Ist nicht so schlimm. Weil ich habe heute Morgen die andere Hälfte aufgetaut, was ich letztens gebacken habe. Ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich finde diese weißen Bohnen nicht. Ich habe alles abgesucht, die sind weg. Bernd angerufen, den erreiche ich nicht. Aber einen Bohneneintopf nur mit Kidneybohnen macht ja auch nicht so Sinn, ne? Ich finde es nicht. Ich finde die Bohnen nicht und ist mir jetzt auch egal. Ich habe
habe alles abgesucht, mehrfach. Die sind nicht da. Ich habe entschlossen, dann gibt es heute einfach Bolognese-Soße. Der Bernd hat so einen riesen Topf gemacht, zwei sogar, also einen riesen, einen kleinen. Da werden wir wohl von satt werden. Und hier werden wir auch noch diese Bratensoße. Die in den blöden Gläsern, die so hässlich sind, aber egal, die könnten wir auch noch essen. Einfach mit Kartoffeln oder mit Klöße. Es wird niemand verhungern. Und was ich auch unbedingt machen wollte, mein Sauerteig. Kennt ihr den noch? Den habe ich euch schon voll oft gezeigt. Da wollte ich, ich wollte wieder ansetzen auf Smurfy. Geht's denn? Das Sauerteig, der ist nicht für dich. Nein. Sei mal leise kurz. Ich wollte den wieder ansetzen und für morgen ein Sauerteigbrot backen. Und deswegen habe ich den aufgetaut. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare an alle die, die auch Sauerteig gemacht haben, ob der noch lebt, euer Sauerteig. Meiner lebt noch. Und wir hatten den, glaube ich, Bernd das Brot genannt, ne? Weil wir ja einen Namen haben wollten für den Sauerteig. Den Sauerteig ansetzen für morgen und Calvino guckt Formel 1 irgendwelche Vorrennen und die Maus ist eingeschlafen, die liegt im Laufstall und schläft. Ah, mal umgedreht, noch einen Teig umdrehen, der liegt da. Wie ist los? Hm? Ja, du musst noch ein bisschen warten, bis Fresschen gibt, ne? Warte noch ein bisschen. Hm. Oh, da waren wir so schön laufen, ne? Das war fein. Müssen wir eben nach oben gehen und den Staubi wieder hochholen. Den hatte ich nämlich oben mal laufen lassen. Der saugt nämlich so schön unter dem Familienbett. Was ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht habe heute. Das stelle ich immer hier hin, damit der hier nicht runterfährt, weil ich nicht weiß, ob der aufhört automatisch. Da steht er. Smurfy, komm. Das muss auf dem Dachboden, unser Ziehwagen. Ja, und das Bett muss ich noch machen. Tada! Aber hier seht ihr das. Das ist halt so mega breit, 2,80 Meter. Und da kommt man mit einem normalen Sauger gar nicht hin. Deswegen, ja. Und jetzt mache ich mal erstmal unser Betty. Was das für ein Waschlappen ist, der da so. Aber schöne Körpertemperatur, ne? Die perfekte Körpertemperatur hat es, Murphy. Ich muss nur einmal das Bett aufschleudern. Ja. Oh, Telefon. Ja, jetzt renne ich nicht runter. Einen Moment. Zack. So. Jo. Willst du wieder zum Smurfy? Ja? Komm, Mausi! Komm! Da ist die Maus runtergebracht. Wir haben zu viel in die Hände. Oh. Der dritte Versuch. Ich habe so schöne Videos gemacht und nicht auf Play gedrückt. Ich habe schon ausgepackt. Erzähl mal nochmal, ich habe Geschenke bekommen. Ja, Michael hat Geschenke bekommen. Ich habe gesungen, ich habe geklatscht und Striptease gemacht. Ja. Michael habe ich nackig gefilmt, jetzt hier schon angezogen. Alles nicht drauf. Alles nicht drauf, nein. Ich habe halt nur gesagt, ich habe meinen Nippel abgedeckt für die Kamera. Ja. Und schaut mal, das sind die Magnetdinger für den Kühlschrank, die Wochenpläne. Und ich bewundere, die sind richtig schön, das ist so glänzend. Ja, ja. Jetzt haben wir keinen Folienstift, um das auszuprobieren, ja. Ne? Im Laden habe ich einen. Und dann kann man das so wegwischen. Toll. Tada. Tada. Und jetzt tada. Ein Geschenk. Ja, Geschenk für die Mutti. Wo sie das nicht verdient hat, wenn sie immer so garstig ist. Vier Mandy.
Geschenk, da weiß ich nicht, was das ist. Das ist heute gekommen, oder? Ja. Jetzt bin ich mal ganz aufgeregt. Explodiert das? Vielleicht. Und ein Beagle-Welpe drin. Jo. Und das müssen wir mal gucken. Ich auch. Dann kann ich mit zwei bei Wind und Sturm und Hagel spazieren gehen. Ja, okay. Meine Güte. Ah, hast du das extra so? Ich hätte das so eingepackt, genau. Eine Tasse mit meinem... Visitenkarten. Du hast doch gesagt... Ey, Smurfy, geh runter. Geh runter, Mann. Smurfy. Ach, das sind die, die du so schön fandest, die ja. Visitenkarten mit dem Mittelding. Ja. Smurfy, hör Etty. Auf. Ich will nur das Papier. Der will nicht mehr. So. Oh, was hast du da? Na, warte. Was hast du da? Oh. Ja, was soll ich jetzt mit Visitenkarten machen? Nur nicht. Einfach verteilen, wenn einer haben möchte. Also, die sind doch schön oder findet ihr nicht schön? Ihr könnt euch jetzt Visitenkarten bei uns bestellen. Also, wie kannst du, wenn einer sowas haben möchte, ja. Mit beipacken oder so? Ich finde ja. Die schön. Die sind ja auch schön. 1000 Euro. Ja, so sehen die auch aus. Die haben extra so ein. Das ja, sieht man ja. Nicht auf der Kamera. Smurfy. Danke fürs Geschenk, Smurfy. Smurfy. Nimm mal dein Schnäuzchen da raus, du neugieriges Wesen. Kann ich ausmachen? Ja. Hallo, ich hoffe, ihr findet das Video noch. Ihr findet das Video noch. Ich hoffe, ihr seht das Video noch rechtzeitig. Ich mache euch wieder an, weil jetzt sieht man mich nicht mehr. Es ist jetzt Sonntag, 18 Uhr, weiß ich nicht, 40 oder so. Und in 20 Minuten soll das Video online gehen. Und ich wollte mich nur vom Blog verabschieden. Bis morgen. Tschüss.